Wahlkampf 2011, die BDP. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin moderierender Magazin. Sie schauen website-marketing.ch. Genau schon wie vor 4 Jahren habe ich auch dieses Jahr wieder die einzelnen Parteiseiten angeschaut, die sich für den Wahlkampf rüsten. Heute geht es um die BDP und das hier sind meine Kriterien. Gibt es eine separate Wahlkampfseite? Sind die Sprachen vertreten? Aktualität ist wichtig, Interaktionsmöglichkeiten wichtig, auch die Kandidaten und Themen. Hat man auf SEO geachtet? Ist Social Media Marketing oder Social Media integriert, Videomaterial und die Navigation. Das also die Kriterien, die ich durchleuchtet habe. Bei ungefähr 4 oder 5 Seiten habe ich das schon gemacht. Heute geht es, wie gesagt, um die BDP, also eine ganz neue Partei. Da müsste man denken, die haben es sicherlich gut gemacht. Schauen wir uns gleich die Seite an. Komme hier auf die Startseite drauf und klicke dann hier auf Wahlen 2011 und hoffe, dass es eine separate Seite gibt. Die heißt dann auch Die neue Kraft. Komme ich dann auf die Seite drauf hier und sehe, da ist nicht viel los. Die Wahlkampfseite sehr wieder, wie die aufgebaut ist und sowieso keine separate Seite. Ich schaue dann kurz auf die Sprachen, die kann ich hier zumindest nicht, doch hier oben sehe ich es. Deutsch und Französisch wird angeboten. An Aktualität fällt es hier komplett. Der letzte Eintrag, 14.03.2003. Auch wenn ich auf Home gehe, schaut es nicht viel besser aus, da gibt es was Aktuelles, aber auch hier dahinter steckt nichts, das irgendwo wie auf Aktualität hinweist. Dann Interaktionsmöglichkeiten habe ich auf der Seite überhaupt keine gefunden. Die Kandidaten, die sind hier drauf, Kandidierende, ich gehe da rein, da geht eine separate Seite auf, die neuekraft.ch, ich gehe hier mal rein und kriege dann hier die Jungs und Mädels, die für den Wahlkampf kandidieren. Okay, gelöst. Kann man so geben. Gehe wieder zurück, bin wieder auf der Startseite der ganzen Partei. Themen, sind die vorhanden? Mindestens hier auf der Startseite finde ich sie nicht gerade. Ich sehe hier auch kein anständiges Menü. Fehlt hier komplett. Dann hier Schwerpunkte. Ups. Okay, also gehe wieder zurück. Die Seite heißt jetzt auf einmal auch die neue Kraft. Da gibt es also 2 URLs. Komischerweise komme ich jetzt auch nicht mehr in den Wahlkampfbereich rein. Doch, jetzt passt es wieder. Social Media Marketing. Ich gehe hier mal auf die Facebook-Seite und oh Wunder, ich komme hier auf eine Gruppe, LIDE, BDP oder heißen sie jetzt nur BD, keine Ahnung. Anyway, eine Gruppe, die bringt recht wenig, da kann ich nicht viel damit anfangen und die 512 Mitglieder sprechen auch nicht gerade für einen richtigen Ansturm auf der Seite. Schwach gelöst. Ich habe dann hier noch den Videoteil, das kommt am Schluss meiner Beurteilung, nehme es jetzt trotzdem gleich mal rein. Das ist nicht schlecht gelöst, BDP TV. Ich hoffe, die Videos sind alle auch auf YouTube hochgeladen worden. So wie die das lösen hier. Sie machen einen Newsletter, einen Video-Newsletter. Finde ich das ganz nett gemacht. Hier sicherlich ein guter Punkt. Navigation, der letzte meiner Beurteilungspunkte, fällt hier gänzlich. Also, die Seite, obwohl es eine neue Partei ist, obwohl es eine Partei ist, von der man eigentlich denken müsste, die kommen jetzt mit Schwung rein, so wie man das von den Grünen-Liberalen auch hätte denken müssen. Genau die beiden haben sehr mager abgeschnitten. Auch hier würde ich unter 4 gehen, also unter die CVP, da habe ich eine 4 gegeben. Ich glaube, auch dem Grünliberalen habe ich eine 3,75 gegeben, das würde ich auch hier machen. Also Note 3,75 für die BDP, eher ungenügend aus meiner Sicht. Da könnte man mehr rausholen. Würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Kommentare, wie immerhin. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin von der Rienemarke und Sie haben website-marketing.ch geschaut.